Moin zusammen, Eral hier. Oh, wir müssen, glaube ich, gleich wegfahren. Willkommen zurück bei Project Zomboid, wollte ich sagen. Wir haben ein anderes Szenario, nämlich frisch angekommen quasi in Knox County. Und haben ein Auto, das fängt schon mal gut an. Wir haben auch einen Wanderrucksack, den kann ich mal kurz vielleicht auf den Rücken binden. Dann können wir gucken, was da drin ist. Nix, okay. Ja, jedenfalls sind wir geflohen nach Knox County, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen hatte. Und müssen jetzt gucken, dass wir hier zurechtkommen. Und ich weiß, da hinten stand ein Tanklaster und sowas. Oh, wir sind in Muldor, oder? Ist es Muldor? Warte mal. Wo sind wir denn? Ich sollte vielleicht erstmal irgendwo in Sicherheit fahren, einigermaßen. Und ja, die Settings sind tatsächlich jetzt nicht die Standard-Settings für Apokalypse oder sowas, sondern die 6 Monate später Settings. Deswegen sind hier auch extrem viele Zombies, wie ich gerade feststelle. Ich meine, wir hätten hier schon mal was wir durchsuchen könnten, aber halt nicht, wenn so viele Zombies da sind. Ich glaube, wir machen es mal so wie immer am Anfang, dass wir erstmal hier die Zombies durch die Gegend fahren. Also am Anfang vom Looten, meine ich jetzt. Wir haben, Sprit haben wir noch ein bisschen. Kommen wir noch recht gut weit. Deswegen fahre ich die jetzt erstmal hier alle in eine Richtung. Und dann müssen wir gucken, wir haben halt nichts dabei, ne? Ich habe gedacht, wir haben vielleicht auch hier so ein bisschen Reiseproviant mit dabei oder sowas. So, jetzt fahren wir die mal ganz langsam hier hinter, dass wir da hinten ein bisschen clearen. So, die kommen alle. Aber die von vorne halt auch. Okay, ich glaube, wir sind irgendwo auf dem Weg zwischen Muldor und Louisville. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Jedenfalls, lass uns mal ein bisschen hier rüber die Zombies ziehen. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht nach dem Stau umdrehen. Dann haben die Zombies die Autos auch ein bisschen als Blockade. So, ich muss immer wieder ein bisschen hupen. Und, ah, guck, hier ist nämlich die Louisville-Blockade. Weißt du, was wir da machen? Ich war ja, also ich bin ja schon relativ erfahren im Spiel, aber ich war noch nie in Louisville. Und hier gibt's, hier kommt man, glaube ich, nicht ganz durch. Aber es gibt hier irgendwo ein Loch im Zaun. Weil ich glaube, da hinten ist dann wieder gesperrt. Das heißt, wir fahren mal hier rüber gerade. So, hier ist auch gesperrt. Aber irgendwo müsste... Oder täusche ich mich gerade? Naja, gucken wir einfach mal. Ich fahre mal hier ein bisschen in die Richtung. Wir müssen ja eben ein bisschen erkunden, um zu wissen halt, wo wir ordentlicherweise hingehen. So, und vielleicht kommen wir... Guck mal, hier hinten, jetzt gibt es auch ein bisschen weniger Zombies. So, ich fahre mal hier so rum. Wir sollten nicht zu weit weg vom Zaun, dass wir auch noch sehen, ob der irgendwo durchbrochen ist oder nicht. Da, guck mal. Da haben wir nämlich ein Loch im Zaun und kommen nach Louisville rein. Und dann können wir jetzt mal gucken, dass wir Louisville mal erkunden, ne? So frisch angekommen in der Gegend. Man hat sich versucht, nach Louisville zu flüchten. Deshalb passt es natürlich auch, wenn man versucht, sich hier Zugriff zu verschaffen oder Zutritt zu verschaffen. So, ich fahre mal hier... Muss gucken, dass ich mein Auto nicht kaputt mache. Komme ich hier durch? Nope, so nicht. Aber so, okay. Gut. Hier ist ein Campingplatz. Vielleicht machen wir hier... Guck mal, wir machen hier auf jeden Fall den ersten Halt. Ah, guck mal, im Handschuhfach haben wir ein bisschen was. Wir haben einmal den Schlüssel für das Auto. Ich mache mal den Motor kurz aus. Wir durchsuchen mal den Campingplatz hier erstmal. So. Warte, ich wollte noch da reinschauen. Haben wir Handschuhe an? Nee, komm, die ziehe ich mal an. Anziehen. Ansonsten ist nicht so viel Interessantes drin. Alkoholtupfer nehme ich vielleicht mit für den Fall der Fälle. Und dann lass uns mal erstmal die Lage checken. Hier hat es ein paar Zombies, aber nicht so viele wie gerade am Start. Da ist einer. Wir haben aber keine Waffe, ne? Warte, da ist eine Kiste. Ich schleiche mal lieber. Haben wir hier nichts Nützliches drin natürlich? Okay. So, ich weiß, ich gehe mal dahinter vielleicht. Im Auto haben wir nicht so viele interessante Sachen. Warte, im Kofferraum vielleicht? Lass mal schauen. Na, wenigstens erst, okay. Wir können hier die Schaufel vielleicht erstmal nehmen. Als Waffe, so übergangsweise. Ich hoffe, wir brauchen sie nicht. Weil die Schaufel bräuchten wir eigentlich für was anderes.
So, und den Erste-Hilfe-Kasten. Warte mal, ich mach den lieber leer und nehme die Sachen so mit, weil ansonsten hast du einfach nur Gewichtsverschwendung. Hier haben wir auch nicht so viel Interessantes. Aber nichtsdestotrotz können wir so schon mal loslegen. Hier haben wir einen Generator. Vielleicht markiere ich das mal ganz kurz auf der Karte. Warte mal. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass doch noch ein Zombie kommt. Okay, ich markiere das mal ganz schnell auf der Karte. Wo sind wir? Hier sind wir. Ein Pfeil. Ah, ich habe keinen Stift. Ah, Mist. Ja, okay, dann markieren wir sie nicht auf der Karte. Aber wir finden ja hoffentlich so oder so auch nochmal einen Generator irgendwo. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit dem Auto unbedingt weiterfahren sollte. Weil wir locken halt alle Zombies aus der Umgebung an, wenn wir jetzt mit dem Auto weiterfahren. Deswegen, ich gehe vielleicht erstmal zu Fuß weiter, ne? Also Louisville ist eine Großstadt, da braucht man kein Auto, ne? Kommst eh nicht voran wegen dem ganzen Verkehr und so. Hat ja sicherlich guten öffentlichen Nahverkehr, auch in Louisville. Deswegen versuchen wir es erstmal so. Ist schade, dass wir das Auto stehen. Oh. Oh, die Schaufel ist halt auch nicht mehr so richtig in Schuss, ne? Aber sehr wirkungsvoll. Okay. So, vielleicht haben wir hier in den Autos irgendwie Loot. Gucken wir mal. Aber so ein Campingplatz ist vielleicht als allererster Unterschlupf gar nicht mal so verkehrt. Ein Benzinkanister. So. Wa warum das Ganze? Und zwar deswegen, weil wir haben halt hier schon Lagerfeuer und ein paar Grills und sowas, ne? Und vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, erstmal die ersten paar Tage hier zu bleiben. Was haben wir hier noch? Müllsack, den Schraubenzieher nehmen wir mal mit. Den brauchen wir früher oder später. Einen Schraubenschlüssel brauchen wir nicht so unbedingt. Irgendwann schon mal für das eine oder andere, aber da wäre eine Rohrzange wichtiger. Aber hier sind schon mal ein paar Autos. Das ist schon mal ganz gut. Und auch hoffentlich demnächst mal ein paar Vorräte, ne? Also wir brauchen vor allem eine Wasserflasche mal. So, haben wir da drin jemanden? Hallo? Nee, okay. Dann lass mal schauen. Hier haben wir Faden. Das Nähset nehmen wir auf jeden Fall mit. Und auch den Faden. Und die Jeansstreifen vielleicht. Die können wir irgendwann irgendwo draufsticken. Ansonsten haben wir nur ein paar Matratzen hier rumstehen. Wurde wahrscheinlich halt auch schon alles geplündert, ne? Wir dürfen nicht vergessen, das sind die 6 Monate später Settings. Also das heißt, die Apokalypse läuft schon eine Zeit lang. Das heißt, wir haben halt auch, wenn es um Nahrung geht, müssen wir halt auch ein bisschen schauen, weil davon gibt es halt auch nicht mehr so viel. Also vor allem frische Nahrung. So, da sind wieder ein paar Zombies. Aber wir haben ja gerade eine Waffe, die relativ gut taugt. Ich hoffe, die geht nicht so schnell kaputt. Na komm. Guten Tag. Du, ich bin neu in Louisville. Kannst du mir mal eine Führung geben? Ich glaube, wir sind auch noch nicht ganz drin. Hier ist ja erstmal so das Flüchtlingslager quasi. Oh, oh. So viel zum Thema Schaufel. Okay, ich stelle mich drauf. Ah, Mist. Du bleibst liegen, Kollege. Mist, 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 Mist. Okay, jetzt haben wir die Schaufel schon kaputt gemacht. Das ist nicht so gut. Warum stecke ich die in den Rucksack? Können wir so schnell nicht reparieren, leider. Okay, wir müssen echt gucken, dass wir eine neue Waffe finden und so lange uns möglichst ruhig verhalten. Weil ich glaube, die Zombies werden erstmal auch nicht weniger. Haben wir an den Autos eine Chance? Boah, ich weiß es nicht. Lass mal. Ich gehe mal zu diesem Auto hier. Vielleicht haben wir da ein bisschen was wenigstens. In die Zelte können wir nicht reinschauen, oder? Die haben kein, nee, die haben kein Lager. Schade. Ne, auch keine so eine leichte Challenge, ne? Also schon leichteres erlebt hier bei Project Zomboid. Aber auch schon schwierigeres, wenn man so an die letzte Folge denkt. Okay, lass mal reingucken. Vielleicht hat da jemand irgendwas. Handschuhfach, nur den Schl also nur in Anführungsstrichen den Schlüssel. Ist eigentlich auch nicht so verkehrt, oder? Jetzt haben wir unser Auto stehen lassen. Sollen wir jetzt damit weiterfahren? Ich glaube, wir müssen eh ein bisschen weiter rein. Oh, der Motor ist aber gar nicht mehr so gut. Na gut, wir müssen es versuchen, weiter reinzukommen nach Louisville. Oh, guck mal, hier ist ein geiler Anhänger. So. Hier wäre noch ein Rucksack, aber einen Rucksack haben wir ja schon. Das heißt, also der Rucksack ist nicht das Hauptproblem.
nicht wie so in normalen Runs, wenn man dann irgendwo spawnt und dann kann man am Anfang irgendwie keine Sachen mitnehmen, weil man halt keinen Rucksack hat. Da wäre eine Schrotflinte, eine laufende. Boah, wir bräuchten so ein Haus, was hinter einem Zaun ist, dass wir dann halt über den Zaun springen können und dann erstmal uns in Ruhe dann im Haus umschauen können oder einigermaßen in Ruhe wenigstens. Warte mal, können wir hier vielleicht? Komm. Hier können wir das sicher rüber. Hier ist nur ein Zombie, zwei Zombies. Die dürften wir hinkriegen. Komm, ich kletter hier mal rüber, weil die Zombies kommen hier nicht drüber. So, und jetzt am besten schleichen. Ich glaube, die haben uns auch schon bemerkt. Okay, wenn ich hier drüber springe, komme ich vielleicht rein. Ich versuch's mal. Ich versuche ohne Waffe logischerweise so wenig wie möglich zu kämpfen. So. Okay. Da ist vorne offen. Was ist denn Genfuck? Mass Genfuck. Also Factory wahrscheinlich. Das ist eine Generatorfabrik, kann das sein? Lass mal reinschauen. Ein Zombie, den kriegen wir hin. Aber nur, wenn wir reinkommen. Okay. Das hat geklappt. Hinter mir mache ich wieder zu. Und hoffe, dass es erstmal bei diesem einen Zombie bleibt. Oh, da sind zwei. Oh. Da sind zwei. Okay, das hat gut geklappt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. So, hier haben wir einen Brieföffner. Der bringt uns aber nicht so viel. Der ist gar nicht mal so stark. Ne? Aber jetzt können wir hier die noch kurz. Sorry, Miss. Weiß, damals das Leben, das einfache Leben, als sie noch in der Buchhaltung waren und so, noch keine Menschen fressen mussten. Damals war halt alles besser, ne? So einen Hausschlüssel nehme ich mit. Na toll, jetzt versuchen die da reinzukommen. Wir brauchen unbedingt eine Waffe. Oh, hier ist noch frisch, guck mal. Ich dachte, das wären die Dingseinstellungen. Die sechs Monate später Einstellungen. Warum läuft dann hier noch der Strom und sowas? Ich habe mich schon gewundert, warum hier drin so hell ist. Vielleicht hätte ich das Essen ein bisschen vertagen sollen. So, wie viele Zombies kommen? Wir haben die Hintertür im Zweifel. Wo ist hier überhaupt einer reingekommen, hä? Ah, da drüben. Also zumindest Fenster eingeschlagen. Aber hier kriegen wir sicher irgendwo eine Waffe her. Einmal Metallplatte. Hier, komm. Ich nehme mal auf jeden Fall das Metallrohr übergangsweise. So. Und dann gucke ich erstmal, dass hier alles sicher ist. Sag mal, also hier der sinnlose Vandalismus? Oh, doch nicht. Na komm. Na! Da habe ich ein bisschen zu spät geschlagen. So, ich will aber das Rohr auch nicht... Boah, da draußen... Ah nee, guck mal, der ist da drin. Vielleicht haben die uns draußen noch gar nicht gehört. Lass mal darüber gehen. Hier drüben. Komm her. Da sind ein paar. Ich schleich mal hoch. Ist es eine gute Idee, was ich hier mache? Ich glaube, die Tore halten ein ganzes Weilchen. Aber vom Dach aus sehe ich vielleicht, wie viele das sind. Weil ich will jetzt nicht die Tür aufmachen und dann plötzlich überrascht werden, dass ich plötzlich 1000 Zombies am Arsch habe. Das wäre ein bisschen ungünstig. So, hier ist sicher. Hier auch. Also im Zweifel können wir auf dem Dach überleben. Zumindest mal, bis wir verdursten oder verhungern. Kann ich hier runterschauen? Hier ist eine Mauer, ne? Ah, nee, guck mal. Mist, genau vor das Tor sehe ich nicht. Okay, vielleicht gehe ich durch die Tür mal und sperre mal davor. Ich würde sagen, anfangs bleiben wir erstmal hier in der Nähe. Weil hier haben wir schon mal... Wir haben zwar kein Essen. Oh Gott, wir haben kein Essen. Ja, so viel zum Thema des Tores hält ja am Weilchen, ne? Also, scheiße. Okay, immerhin ist es nur einer. Aber der muss stark sein wie Hulk, wenn er das Tor hier alleine so schnell kaputt gemacht hat. Na komm, verzieh dich bitte wieder. So. Okay. Aber bevor wir weitergehen, gucke ich erstmal, ob wir vielleicht noch irgendwo eine etwas bessere Waffe finden. In diesem Lagerhaus. Das ist ein Holzhammer, der ist noch schlechter. So eine Brechstange oder so, das wäre jetzt ganz gut. Warte mal, was war das? Schraubenzieher, Metallstange, nee.
Hake, Kelle. Warte, die Kelle nehme ich mal mit, dass wir irgendwann Landwirtschaft betreiben können. Und Samen, wenn ich Samen finde. Auch wenn wir jetzt erstmal noch ein bisschen looten können. Hammer natürlich. So, was haben wir hier noch? Fäustel, Schloss, Brechstange, perfekt. Auf dem Rücken anbringen. Aber ich glaube, die ist... Warte mal, anbringen, Rücken, so. Dann nehmen wir das Metallrohr jetzt als... Wo ist denn das Metallrohr jetzt? Das haben wir noch in der Hand. Warte mal, dann mache ich das jetzt als Reserve in den Rucksack. Auch wenn die Brechstange relativ lange halten sollte. Hallo? So, haben wir einen Schraubenzieher? Schraubenzieher haben wir schon. Okay, na gut. Haben wir wenigstens schon mal eine Grundausstattung. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie sicher die direkte Nachbarschaft ist. Wir sind hier irgendwo im Industriegebiet. Hier sieht es gut aus. Hier haben wir so ein Stahlding. Hier haben wir Tax and Accounting. Da finden wir wahrscheinlich nicht so viel Interessantes. Wobei, vielleicht haben die ja nochmal irgendwo irgendwelche Kühlschränke oder so mit ein bisschen Essen drin und Wasser. Oh, guck mal. Ein Wasserspender, sehr gut. So, erstmal trinken. Weil wir sind echt durstig. Wir haben natürlich wieder den Durstig als Skill, ne? Also wir sind jetzt wieder der klassische Erald Kreuzenstein. Oh, guck mal, da haben wir eine Flasche. Perfekt. Wir sind wieder der klassische Erald Kreuzenstein. Wir sind durstig, kurzsichtig, sind aber gewandt, können schnell lesen und haben gutes Hörvermögen. So, ich befülle mal die Flasche, dann sind wir ein bisschen flexibler im Vorankommen. Und dann gucke ich mal, ob es hier noch irgendwo so eine Küchenecke oder sowas hat. So, hier ist ein Flur. Da hinten ist wahrscheinlich dann ein Badezimmer eher, also eine Toilette. Haben wir hier. Okay, 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 okay. Na gut, dann. Sache, hier gibt es wahrscheinlich... Oh, da sind ein paar Zombies. Die will ich nicht unbedingt pullen. Hier haben wir noch US Mail Service. Was haben wir hier? Showroom. Factory and Showroom von irgendwie, keine Ahnung, Einrichtungshaus oder sowas vielleicht. Guck mal, da hinten. Das sieht aus, als wenn es da Essen gäbe. Dann lass uns erstmal dahin gehen. So, warte mal, ist hinter mir was? Okay, die gehen in die andere Richtung. Ich versuche mal hier einzelne Zombies zu pullen, also zwei, drei Stück maximal auf einmal, dass wir die auch hinbekommen. Wir haben glücklicherweise wieder den gutes Hörvermögen, Dings, Skill, was sehr praktisch ist, weil wir dann deutlich schneller merken, wer hinter uns jemand ist. So. Na super, jetzt haben wir wieder alle fünf. So. Nicht übermütig werden. So, der erste ist down. So. Na komm. Ah, fuck, das sind wieder echt viele. So, okay. Einer weniger. Noch einer weniger. Noch einer weniger. Und gleich noch einer weniger. Aber ich habe Angst, dass die beiden hinter mir gleich auf mich zukommen. Okay, nee, die sind schon weiter weg. Okay, ja gut. Haben wir gut hinbekommen, ne? Also, ich hab's noch drauf. So. Okay. Ja, hier im Industriegebiet ist halt ein bisschen... Also, es ist gut von der Lage her, weil du hast halt extrem viele Sachen, wie jetzt zum Beispiel eben solche Hallen und sowas. Und man muss aber natürlich gucken, dass man hier an Essen kommt. Das bedeutet, ich hoffe da hinten, dass ich jetzt nicht falsch liege, sondern dass es da tatsächlich was zu essen gibt. Aber das sehen wir gleich. Auf jeden Fall gibt es da ein paar Zombies davor. Hundefutter. Ja, okay. So. Na gut. Immerhin besser als nix. Aber so ein Hund als Begleiter wäre hier schon ganz cool. Muss ich echt sagen. So, was haben wir hier? Wie viele? Wie viele? Wie viele? Einer direkt ums Eck. Na komm, weg mit dir. So. Zwei sind hier. Hier ist, glaube ich, das erste Wohngebäude. Das ist auch nicht so verkehrt. Gut, jetzt holen wir erstmal die zwei kurz. Und dann müssen wir nach und nach hier ein ganz kleines bisschen aufräumen mal.
Pass auf, vielleicht kriege ich die wenigstens so down, dass ich mich draufstellen kann. Nochmal zur Erinnerung, wenn man auf einen Zombie draufsteht, dann kann der nicht wieder aufstehen, ne? Würdest du dich erbarmen und bitte liegen bleiben? Das ist so freundlich, danke. So. Ich gehe jetzt erst, glaube ich, ins Wohnhaus. Weil da haben wir vielleicht die Chance, irgendwie ein bisschen besseres Essen zu bekommen als Hundefutter. Weil ich glaube, wenn wir Hundefutter essen, werden wir auch ziemlich schnell unglücklich. Was, also aus verständlichen Gründen hoffentlich. Ah, nee, das... Ah, oh Gott, das ist... warte. Ich habe jetzt hier nicht ums Eck geschaut, das war nicht so gut. So. Na komm. Weg. So. Ich muss mich immer ein bisschen konzentrieren, wenn ich hier so gegen mehrere Zombies kämpfe. Na komm, komm. Komm, und du auch. Bleib liegen. So. Und weg mit dir. Okay, das ist doch kein Wohnhaus. Das ist der Kentucky Herald. Das ist eine Zeitung, glaube ich. Da müssen wir doch ins Hundefutter-Ding. Boah, da hinten sind auch eine ganze Menge. Okay, ich versuche mal hier reinzukommen. So, Schleichen geskillt, gar nicht so verkehrt. Ich versuche erstmal reinzukommen. Und dann versuche ich durch die Hintertür vielleicht raus, dass wir die Zombies da hinten umgehen. So. Keine Alarmanlage, das ist schon mal gut. Da mal gucken, was wir hier finden. Was haben wir hier? Hallo! Ich will nicht lange stören. Also, tut mir echt leid, ne? Dass dieses von der... Warte, ein Hausschlüssel? Ne? Nur für den Fall. Man sieht halt nie, für welche Häuser der ist, aber... Hier hinter ist, glaube ich, auch wieder einer. Hier hinter ist einer. Zwei! Na komm! Und weg mit dir. Leg dich wieder hin. Schön zu deinem Freund. Okay. Hier ist sicher. Mal die Treppe oben gucken noch. Okay. Hier sieht es auch ganz gut aus. Aber irgendwo klopft einer. Ich glaube hier unten, oder? Bei der Tür zu lieber. Ich glaube, hier ist irgendwo einer. Hier drin. Na komm zu Papa. Also so erschreckt haben kannst du dich doch jetzt gar nicht, oder? Ich meine, es war doch jetzt klar, dass da einer drin ist. Hat man doch gehört. Anfänger. So. Okay. Na gut. Also, das ist unsere erste Zeit in Louisville. Ne? Also wir sind jetzt Neubürger quasi. Und ja, ich bin mal gespannt, was auf uns zukommt und wie wir hier zurechtkommen werden in Louisville. Vor allem, weil wir halt, aber gut, wenn der Strom noch an ist und sowas, dann gibt es wenigstens noch gekühltes Essen. Vielleicht auch noch irgendwo eingefrorenes Essen, das dann nicht kaputt geht und so. Aber nichtsdestotrotz, ich kenne mich in Louisville nicht aus. Das heißt, wir werden ein bisschen rumirren und werden erstmal, ich glaube so zwischen dem Industriegebiet und dem Wohngebiet sollten wir dann irgendwie mal eine erste Basis errichten. Aber jedenfalls würde ich sagen, das machen wir ab der nächsten Folge. Jetzt bedanke ich mich erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen bei euch. Lasst mir gerne mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr Lust drauf habt. Und ansonsten würde ich sagen, ich bin Eral. Bis zum nächsten Mal.